Obwohl, wir haben Xardas vergessen. Da könnten wir auch noch nach Schriftrollen gucken. Also springen wir mal kurz zu dem Dämonenbeschwörer. Und gucken, ob er die Schriftrolle hat, die wir suchen. Nämlich Monster schrumpfen. Und auch sonst könnte man noch mal gucken, was er so alles Schönes im Angebot hat. So, erstmal hier wieder hoch. Hoffentlich ist er überhaupt da. Aber das wird er wahrscheinlich sein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er seinen Turm häufig verlässt. Und da ist er auch schon. Ich habe mir die Antworten vom Ork-Schamanen geholt. Gut, dann berichte. Die fünf Ork-Schamanen, die den Schläfer riefen, erbauten ihm einen unterirdischen Tempel, dessen Zugang in der Orkstadt liegt. Das ist richtig. Undankbarerweise entriss er ihnen ihre Herzen und verfluchte sie und die Arbeiter zu ewigem Untotendasein. Sehr gut, sehr gut. Die Orks verschlossen den Tempel und bringen ihm seitdem Opfer, um ihn zu besänftigen. Hast du einen Weg gefunden, wie du in den Tempel gelangst? Ja, es gibt da einen Ork, der... Keine Einzelheiten. Begib dich zum unterirdischen Tempel. Dort wirst du den einzigen Weg finden, die Barriere zu zerstören. Ich verstehe nicht. War es nicht die Zerstörung der Barriere, weswegen du mich aufgesucht hast? Richtig, aber... Dann geh. Es ist schon genug Zeit verstrichen. Geh und such die Antwort im unterirdischen Tempel. Ich suche magisches Wissen. Denn nur mit dem magischen Wissen kommen wir überhaupt an das Ulumulu, um zum Tempel zu kommen. Wir können... Ja, Monster schrumpfen. Sehr schön. Das nehmen wir gleich mal mit. Können wir auch gleich zwei Stück von nehmen. Und Golem beschwören klingt auch nicht schlecht. Die waren ja ganz schön garstig, die Viecher. Und hier haben wir noch Skelette beschwören. Davon haben wir aber selber noch genug. Und Dämon beschwören. Nee, mit sowas wollen wir uns nicht wirklich beschäftigen. Haben wir noch irgendwas zum Vertauschen? Im Notfall muss halt das Geld ran. Nee, dann nehmen wir halt das Erz. So. 2900 Erzbrocken. Ja, was macht man nicht alles, um Gegenstände für ein komisches, orkisches Ding zusammenzubekommen? Also klar, wir hätten es auch ohne den Zauber versuchen können, aber das ist ein unnötiges Risiko. So, 1600 sind wir schon. Das ist so viel Erz. Davon könnten wir Jahrzehnte hier drin gut leben. Aber wir wollen ja raus. Und das scheint die einzige Möglichkeit zu sein. Jedenfalls ist Xardas der Meinung. Und er scheint ja doch recht mächtig zu sein. Also wir vertrauen ihm da mal lieber. So. Und jetzt können wir wieder ins Sumpflager, vom Sumpflager denn aus Richtung Nordosten in das Gebiet, wo die Trolle sind. Das heißt, wir müssen wieder Teleport Sumpflager, die Rune sprechen. Und gleich erstmal einen Geschwindigkeitstrank trinken. Denn sonst wäre der Fußmarsch wirklich ein wenig zu weit. So, auf geht's. Das müsste hier richtig sein. Da sehen wir schon den Weg. Und hier war Lesters alter Lieblingsplatz. So. Und da raus. Jetzt gehen wir einfach Richtung altes Lager fürs erste und biegen dann bei dem Wald rechts ab. Da müsste laut Karte eigentlich die Festung gewesen sein, wo wir auch Gorn getroffen hatten das eine Mal. Wo wir über den Baum rüber klettern mussten. Und wenn es da sonst nicht ist, gab es ja noch mehrere Festungen im nördlichen Bereich. Das heißt, da werden wir dann schauen müssen. Hier waren wir ja auch vor kurzem erst. Hier hatten wir die beiden Schattenläufer getötet, wenn ich mich nicht irre. Was sagt die Karte? Die Karte sagt, ich verstecke mich im Rucksack. Ja, also wir müssen eigentlich nur hier schräg durch. Wirklich viel zu befürchten hier im Wald haben wir ja nicht, denn selbst wenn wir auf die stärksten Gegner treffen, das wären dann wohl die Schattenläufer, hätten wir mit denen nicht wirklich ein Problem. Und so ein dahergeworfener
hinterhergelaufener Wolf. Kommt nicht mal durch unsere Rüstung durch. So, da ist der Strand und da müsste es gleich noch nach oben gehen. Aber ist das die richtige Festung? Es gab ja einmal so eine Art Ork-Zuflucht. Und dann gab es eine richtige Festung, wo man durch so ein Tor durch musste. Mal schauen wir einfach mal. Hier waren Barane gewesen. Aber die haben sich nicht wieder angesiedelt. Na gut. Ja, hier ist der Baum. Da sollten wir ein wenig vorsichtig sein. Und drüber sind wir. Goodie. Den Zauber sollten wir auch schon mal bereit machen. Und erstmal wieder einen Mana-Trank trinken. So. Und wo sind unsere Schriftrollen? Untote vernichten? Nein. Wir wollen gerne Monster schrumpfen. Das Tor ist noch offen. Gut. Hier drin war ein Troll gewesen. Das heißt aber nicht, dass hier wieder einer auftaucht. Naja, schaut nicht gut aus. Und der braucht ja doch einiges an Platz. Vielleicht da hinten in der Höhle? Nee, das wäre auch zu eng. Schade. Na gut, schauen wir nochmal auf die Karte. Was hier noch so war. Oben links, wo wir den Fokusstein gefunden haben. Da war auch noch ein Troll. Heißt, schauen wir uns dieses Mal dahin. Heißt, wieder ein Geschwindigkeitstrank. Gluck. Und laufen, laufen, laufen. Ah, dass wir die Leichen nicht rechtzeitig präpariert haben, ist schon ärgerlich. Also wir hätten einfach alles von dem Troll mitnehmen sollen und abziehen sollen, was wir in irgendeiner Form hätten gebrauchen können. Aber man weiß ja nie, was sowas wert ist. Aber die Erkenntnis kommt zu spät. Wir haben beide Trolle einfach umgebracht und nur deren Häute mitgenommen. Keine Hauer, keine Zähne, gar nichts. Ups. So. Hier kommt gleich die Stelle, wo wir abgeladen wurden vor einigen Wochen. Da wollen wir aber nicht hin, sondern einen Eingang weiter. Um das alte Lager sollten wir auch einen großen Bogen machen. Mit den meisten Gardisten kommen wir zwar klar, also nicht mehr persönlich, aber im Nahkampf kommen wir mit denen klar. Aber wir müssen ja nicht unnötig Leute umbringen. Zumal die meisten davon ja auch einfach nur den Befehl befolgen und nicht wirklich das tun, was sie gerne tun würden. Was wahrscheinlich eher Bier trinken und faulenzen wäre. Aber gut. Kommen wir hier hoch. Ja, schaut gut aus. So, die beiden Jäger sind hoffentlich nicht sauer auf uns. Nee, sieht gut aus. Und hier in dem Bereich könnten wir mal nach Trollen gucken. Die scheinen ja eh Gebirge zu bevorzugen und weite Flächen. Weite Flächen sieht man nicht hier, aber nur bedingt. Bin ich ein bisschen weiter oben auf einem Plateau. Das müsste jetzt das Gebiet sein, was auf der Karte markiert war. Das. Warum läufst du denn weg? Hm. Was ist denn hier los? Na gut, soll uns aber vorerst nicht interessieren. Wir wollen schließlich Trolle jagen und uns nicht mit irgendwelchen Banditen anlegen. Also dann diesen Gang hier folgen. Und erstmal wieder neuen Geschwindigkeitstrank. Auch wenn das langsam wirklich auf den Magen schlagen müsste. Oh, da ist ein Troll. Sehr schön. Speichern wir mal ganz kurz ab. Und dann auf wie? Wie machen wir das am besten? Wir
müssen wahrscheinlich ziemlich nah rankommen, um den Spruch zu sprechen. So scheint er zumindest strukturiert zu sein. Und er hat uns schon gesehen. Und komm, schneller. Ja, das ist doch gleich viel handlicher. Komm her, du kleines Ding. Zack. So, und die Trollhauer kommen mit. Sehr schön. Jetzt können wir zurück zur freien Mine. Das heißt, wir suchen erstmal die Rune raus für die Wassermagier. Und laufen dann von da aus wieder raus und links rum. Wobei wir natürlich wieder einen Geschwindigkeitstrank vorher trinken. Ja, die Dinger sind echt super. So. Hier im Kessel müssen wir sonst nichts mehr erledigen. Wir könnten zwar noch den Händler hier aufsuchen, aber wirklich Bedarf an irgendwas haben wir nicht. Wir haben noch mehr als genug Geschwindigkeitstränke. Wir haben noch mehr als genug Heiltränke. Wir haben die beste Rüstung, die man hier so bekommen kann, außer die, die Wolf erwähnt hatte. Da müssen wir halt nochmal gucken, ob wir die Minecrawler-Platten jetzt alle zusammenkriegen. Und eine ziemlich gute Waffe haben wir auch schon. Also, ja, nee. Wir brauchen nicht mehr wirklich irgendwas aus dem neuen Lager. Außer die haben noch irgendwas in der Hinterhand, von dem wir nichts wissen. Das heißt, jetzt flitzen wir da runter, geben dem Ork die Sachen für das Ulumulu und schauen uns um nach noch ein paar Minecrawler-Platten. Wir hatten zwar schon eine Menge, aber Wolf meinte, die reichen nicht. Hoffen wir mal, dass überhaupt noch genug Minecrawler da sind. Aber sonst müssen wir halt mit unserer jetzigen Rüstung klarkommen. Das klappt ja soweit auch ganz gut. So, jetzt war hier gleich der Weg nach unten. Da dürfen wir nicht gleich runterspringen. Wir sind zwar akrobatisch, aber so akrobatisch dann nun auch wieder nicht. Ja, hier vorsichtig. Ja, wow, genau. Das heißt, hier können wir runter. Da können wir runter. Wo war der Zugang zur eigentlichen Mine? Nicht von hier aus sichtbar. Schauen wir nochmal hier rum. Darum und da wartet auch schon Gorn. Hast du was Neues zu berichten? Hallo. Suchst du wieder Streit? Nö. Nicht wirklich. Bis später. Er ist nur wegen irgendetwas noch ein wenig grumpig. Obwohl wir ihm ja eigentlich nichts getan haben. Na gut, hier waren nur Gardisten. Die sollen uns erstmal einerlei sein. Hier unten vielleicht noch irgendwo Minecrawler. Naja, sieht ziemlich ruhig aus. Na gut, dann gucken wir halt im hinteren Bereich wieder. Da müssen wir eh hin, um dem Ork alles zu geben. Und zwar... Nee, hier waren zwei Minecrawler. Können wir mal kurz runter gucken. Aber den haben wir schon alles abgenommen, soweit ich mich erinnern kann. Aber eventuell haben sie sich ja irgendwo geschuppt, wenn Minecrawler sich schuppen und hier liegt noch was rum von denen. Das könnte natürlich sein. Aber das sieht nicht gut aus. Nee. Die zwei, die hier waren, haben wir umgebracht, deren Platten haben wir auch mitgenommen. Das heißt, wir müssen jetzt alle Karten auf den hintersten Bereich legen, wo der Ork auch ist. Und wenn da keine mehr sind, dann muss Wolf sich halt eine Mini-Rüstung basteln aus den Panzerplatten. Da können wir dann nichts mehr machen. Also hier durch. Und ganz vorsichtig. Die Leiter hier runter. Ja, die geht noch, aber die nächste ist ziemlich tief. So, vorsichtig. Genau, die hier. Da sind wir ja damals als Assel runtergesprungen und haben uns geschickt abgerollt. So, das war nicht geschickt. Das schon eher. So, wir schauen uns hier auch noch weiterhin nach Panzerplatten auf dem Boden um. Einfach in der Hoffnung, dass die Viecher die auch ab und zu mal fallen lassen. Da war die Schmelze, da unten waren Wachen. Das heißt, hier können eigentlich keine Crawler gewesen sein. Also wir müssen noch weiter nach hinten. Hier in den Tunnel.
Und hier waren auf jeden Fall drei Stück oder so. Da war nur ein Bolzen auf dem Boden. Den wollen wir nicht. Und hier sollten wir erstmal eine Fackel zücken, sonst sehen wir ja gar nichts. So, schon besser. Hier haben wir die Medizin für den Ork gefunden, die er auf seiner Flucht liegen gelassen hat. Oh, und ein Minecrawler, sehr schön. Komm mal her. So. Deine Platten nehmen wir mit. Die Fackel heben wir auch gleich auf. Und dann schauen wir uns weiter um, ob irgendwo noch einer ist. Oder ob der hier alleine gejagt hat. Und eventuell gibt es ja auch irgendwo hier einen Zugang zu einem Nest. Dann könnten wir da richtig Glück haben und gleich ganz viele Platten rausholen. Dann kann Wolf gleich ein paar mehr Rüstung machen. Und dann können wir Gorn und Lee und sonst noch wem welche davon abgeben. Aber nee, was auch immer hier war, es ist eingestürzt. Gucken wir mal auf die andere Seite von diesem Gang. Da müsste ja auch irgendwo der Ork gehockt haben. Hier rum war das eigentlich nicht. Doch, da hinten ist er. Hier unten waren auch noch zwei. Momentan ist es aber ziemlich ruhig. Also keine Zischelgeräusche von den Viechern. Nur ein altes, verrostetes Schwert und eine Leiche. Schade, schade. Wir haben jetzt 14 Platten. Das müsste doch eigentlich reichen für eine einigermaßen Rüstung. Es muss ja nicht alles davon belegt sein. Aber gut, müssen wir dann gucken, was Wolf sagt. Erstmal geben wir ihm jetzt die Teile für das Ulumulu. Ich habe alle Teile für das Ulumulu zusammen. Fremder sein starker Krieger. Geben Teile. Tarok machen Ulumulu. Hier. Fremder tragen Ulumulu mit Stolz. Tarok jetzt schlafen. Oh, gut, dann schlaf mal. Wir gucken noch ganz kurz hier nach oben. Was haben wir denn hier? Ganz viele Minecrawler. Ganz, ganz viele Minecrawler. Das sieht doch schön aus. Speichern wir kurz ab und dann gucken wir uns die mal genauer an.